Hey, sag mal, seid ihr zu früh oder bin ich zu spät? Ich glaube auch, ich bin ein bisschen zu spät. Moment, ich mache das hier eben fertig. Bis gleich. Einen Moment dranbleiben. Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und das, was ihr gerade gesehen habt, das ist nicht mein Laserschwert, sondern das Tool der Wahl, um den Staub von meinen Vitrinen runterzuwischen. Um die Vitrinen soll es heute auch gehen. Und zwar nicht, wie sie gebaut werden, sowas habe ich schon einmal gezeigt, sondern das, was in den Vitrinen drin ist. Das liegt daran, dass ich eine Roomtour im Jahr 2020 ausgeführt habe und die möchte ich gerne aktualisieren auf das Jahr 2021. Es hat sich nämlich so ein bisschen was getan. Wenn ihr auch gespannt seid, was in meinen Betrieben so alles Neues hinzugekommen ist, dann bleibt doch einfach dran. Wie im letzten Jahr auch beginnen wir unsere Roomtour hier in meinem Flur. Das ist meine Figurensammlung, wobei das nicht ganz stimmt. Hier unten stehen auch noch ein paar Playsets und Fahrzeuge, kommen wir aber gleich zu. Ihr seht, ich habe hier Vitrinen und diese Vitrinen, die sind ausschließlich dazu konzipiert, möglichst viel Raum auf ziemlich kleinem Platz zu bieten. Und ihr werdet merken, dass zum letzten Jahr das Ganze hier etwas stringenter ist. Ne? Das heißt also, ich habe versucht, die einzelnen Toylines besser voneinander zu trennen und das werden wir uns jetzt einmal ansehen. Da ich kein Kamerakind habe, muss ich mich gleich einmal selber hinter die Kamera stellen, aber es soll ja hier auch um die Sammlung als solches gehen. Damit alles nicht ganz so spiegelt, habe ich hier aus den Vitrinen erst einmal die Front-Plexiglasplatten entfernt. Und wie man sehen kann, ist hier die TVC-Serie zu Hause. Ja, stimmt nicht ganz. Ganz unten steht nochmal Movie Heroes und einmal 30th Anniversary Collection. Aber das wird sich auch demnächst ändern, weil in der TVC-Serie werden ja demnächst auch noch wieder neue Figuren herausgebracht, die dann hier auch hineinkommen sollen. Diese neue Vitrine ist in einen Türrahmen hineingebaut worden, der nicht mehr benutzt wird, da der Raum, der dahinter steht, jetzt nur noch ein Raum und nicht mehr zwei Räume sind. Deswegen konnte ich diese Vitrine etwas tiefer bauen. Und wie man sieht, kann man jetzt an die Seiten auch noch wieder kardierte Figuren hineinpacken. In der ersten Vitrine, die ich jemals gebaut habe, sind jetzt nur noch TVC-Figuren beheimatet. Geht hier ab der ersten TVC-Figur los und läuft dann herunter. Nicht bis zur letzten Figur, aber hier sind nur noch TVC-Figuren drin, bis auf die paar Losen, die da drin sind. Das sind noch Figuren von anderen Linien. Auch der wenigste Platz wird genutzt, hier zum Beispiel für Power of the Jedi-Figuren, die in einem Starcase abgelegt sind. Auch eine sehr schöne Edition, die Saga Collection. Im Gegensatz zu den anderen Editionen mit einem großen Bubble ausgestattet, finde ich diese Version einfach schön. Hier sieht man auch, wie das Ganze aussehen würde, wenn die Plexiglasseite geschlossen wäre. Das einzige Problem, was ich hier nur immer habe, ist, es spiegelt immer so ein bisschen. Auch bei meiner losen Vintage-Sammlung hat sich so ein bisschen was getan. Wie man sieht, sind da ein paar Figuren seit dem letzten Jahr hinzugekommen. Ein paar fehlen hier draus. Woran das liegt, das zeige ich euch gleich. Unten drunter sind jetzt noch mal ein paar Vehikel und Playsets, unter anderem zum Beispiel der AT-ST aus der Black Series
der TIE Fighter aus der The Saga Collection, ein Snowspeeder aus der Vintage-Serie von Canon. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen runtergehen, dann sehen wir auch eine Tripod Canon oder aber ein AT-AT aus der Power of the Force 2 Serie. Genauso wie wir eine Radar Laser Cannon oder auch das ProBot and Turret Playset hier sehen. Unter anderem auch nochmal mit einem anderen Hoth Playset. An dieser Stelle waren damals die Figuren ausgestellt, wofür ich am meisten Geld ausgegeben habe. Das stimmt mittlerweile nicht mehr. Hier drin sind unter anderem die Re-Releases von den TVC-Figuren und die Retro-Collection sowie eben die Figuren von The Mandalorian. Und ja, ich weiß, ich habe damals gesagt, ich sammle nie was anderes als Episode 4, 5 und 6. Ich möchte an dieser Stelle aber gleich eins vorwegnehmen. Ich sammle nur Exemplare, die aus der Urtrilogie kommen. Also aus der Episode A New Hope, The Empire Strikes Back oder aber auch Return of the Jedi. Und nur die Exemplare, die der 3,75 Zoll Linie angehören. Na, na, kein falsches Zeugnis ablegen, mein junger Padawan. Naja, ich gebe zu, das ein oder andere Exemplar hat sich denn doch in meine Sammlung verirrt. Das hat sich ein bisschen geändert. Dieser Platz ließ sich nicht mit einer Vitrine nutzen und deswegen sind hier Power of the Jedi Figuren im Starcase drin. In dieser Vitrine hat sich so gut wie nichts geändert. Hier sind ein paar Special Action Figure Sets drin. Ja, Entschuldigung wegen der Spiegelei, das lässt sich leider im Moment nicht ganz ändern. Aber wie man sieht, ist hier nicht viel anderes zum letzten Jahr hinzugekommen. Wo sich per se auch nichts geändert hat, ist hier in dieser Vitrine. Hier sind ja die Vintage Original Trilogy Collection und Vintage The Saga Collection Figuren drin. Da ich davon jetzt alle habe, wird sich in dieser Vitrine höchstwahrscheinlich auch nie wieder was ändern. Tja, und hier sind wir im Hauptraum. Einige würden auch Wohnzimmer dazu sagen, aber ich werde euch zeigen, was sich hier jetzt geändert hat. Sollten wir noch ein bisschen länger warten, das werden wir nachher, ich sag mal, zusammenschneiden natürlich, und es nachher noch ein bisschen dunkler werden, dann werde ich euch auch einmal eins mit der Hauptfeatures von meinen neuen Vitrinen zeigen. Aber erstmal gucken wir uns an, was da überhaupt alles drin steht. Alles das, was im Flur keinen Platz mehr hatte, musste leider ins Wohnzimmer verbannt werden. Und hier sehen wir die Original Trilogy Collection. Und was wir außerdem noch sehen, ist der Nachteil der Starcases. Man kann eigentlich sich in irgendeinen Winkel zu diesen Starcases hinstellen. Sie werden immer spiegeln. Das ist ein bisschen nervig, weil man kann selbst als jemand, der da wirklich direkt davor steht, manchmal nichts sehen. Aber das ist eben der Preis, den man für eine Figurenaufbewahrung zu zahlen hat. Hinter die Tür wurden ein paar Power of the Force Figuren verbannt. Das sind die sogenannten Langweiler-Figuren, die zwar nicht so schlecht sind, aber jetzt auch nicht so toll, dass man sie jetzt unbedingt prädestiniert ausstellen müsste. Hier noch ein paar Power of the Force Figuren, die nicht unbedingt hinter die Tür verbannt worden sind, weil sie denn doch etwas besser sind als die Langweiler-Figuren. Hier sind tatsächlich ein paar Figuren unten drunter, die sonst nirgendwo mehr herausgekommen sind. Hier ein paar Fahrzeuge und Playsets aus der TVC-Serie, aber tatsächlich vermehrt aus der Power of the Force-Serie. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel den Slave One. Der soll bald nicht mehr Slave One heißen, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Dann haben wir hier Wampa Playset, Tauntaun Playset, ein A-Wing sowie zwei Vintage AT-ST. Hier dann nochmal Speederbikes, das Evo-Katapult, ein T-Fighter, Darth Vaders T-Fighter und ganz hinten kann man noch den
Jabba auf seinem Thron erkennen. Hier wieder ein bisschen was Gemischtes, zum Beispiel ein Landspeeder aus der TVC-Serie oder aber zwei Playsets aus der Power of the Force-Serie. Genauso wie noch einige spezielle Figuren, Special Editions aus der Power of the Force-Serie und, was natürlich nicht fehlen darf, mein Y-Wing Fighter oder Vehicle Maintenance Power Energizer. Genauso wie hier ein AT-ST, auch nochmal aus der Power of the Force-Serie und ein Snowspeeder aus der Vintage Collection. Ja, hier habe ich nochmal mich selbst versucht in so ein paar Dioramen und Playsets. Aber damit bin ich noch nicht ganz weitergekommen. Na, das kommt später nochmal. Auch eine sehr schöne Edition ist die Saga-Edition. Davon habe ich auch ein paar Figuren, die jetzt hier über dem Fernseher drapiert worden sind. Da sollen aber irgendwann mal nochmal deutlich mehr hinzukommen, weil ich diese Serie eben auch sehr schön finde. Hier sehen wir nochmal Vintage Trilogy Collection Editionen von R2-D2 und Luke sowie einen X-Wing Fighter, den Vintage Millennium Falcon, genauso wie auf der anderen Seite ein Millennium Falcon steht. Der ist aber aus einer anderen Toyline. Ja, hier auch nochmal Vintage Saga Collection und Vintage Trilogy Collection. Einmal den Stormtrooper in der George Lucas Version und einen ganz normalen Stormtrooper. Stormtrooper kann man eh nicht genug haben. Der T-Bomber und hier auch nochmal eine Cinema-Szene, A Swing to Freedom, auch aus der Power of the Force-Serie. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass so ein paar Vintage-Figuren fehlen. Jetzt seht ihr auch, wo sie gelandet sind. Und zwar in der neuen Vitrine, die 2020 noch nicht zu sehen war, weil sie einfach noch nicht fertig war. Hier haben wir unter anderem die Shadow of the Dark Side-Serie und hier oben noch ein wenig Vintage Collection, unter anderem die neue und die alte Slave One. Einmal auch sozusagen von hinten zu sehen und einmal einen Vintage Collection Y-Wing Fighter. Auch auf der anderen Seite eine brandneue Vitrine, unter anderem mit viel Vintage-Stuff. Heißt also, da oben einmal die Verpackung von dem Rebel-Troop-Transport oder Rebel-Transport. Dann haben wir hier auf der anderen Seite Darth Vader Star Destroyer Action Playset, Land of the Jawas oder aber, was ich lange Zeit nicht ausgestellt habe, das Ewok Village. Darunter kommt so ein wenig Trilogie Collection. Hier zum Beispiel der Jawa Sandcrawler oder aber Luke's T-16. Hier allerdings dann in der Power of the Force Serie. Genauso wie hier unten einmal Saga Collection, der Snowspeeder oder aber aus der Power of the Force Serie der Y-Wing Fighter. Tiefer drunter stehen die Helme, aber die habe ich ja schon in dem alten Video gezeigt. Ein Feature der neuen Vitrinen ist die Beleuchtbarkeit. Heißt also, ich habe hier LED-Bänder reingebaut, damit das Ganze auch zu beleuchten ist. Eine weitere Neuerung sind noch die Großraumvitrinen, wo jetzt die beiden neuen Millennium Falcons Platz haben. Einmal der 2008er Legacy Collection und einmal der 2020er
aus der TVC-Serie, in diesem Fall in der Smuggler's Run Edition. Hinten sehen wir auch nochmal eine Längsvitrine und noch der Showcase von dem AT-AT in der Vintage Collection. Auch bei dieser Vitrine wurde natürlich an eine Beleuchtung gedacht. Auch hier wieder, der kleinste Platz wird genutzt. Hier eine Ausstellungsfläche für Vintage-Stuff. Unter anderem für den Vehicle Maintenance Energizer, eine Radarlaserkanone, meine erste eingepackte Vintage-Figur, man ahnt es nicht, ich habe aber nur diese eine, ein Imperator und noch ein paar Playsets, wie zum Beispiel der B-Wing, der im Hintergrund steht, oder die Imperial Attack Base, oder auch der Troop Transport in der alten Version. In der neuen Version habe ich ihn auch. Ich hoffe, euch hat die aktualisierte Roomtour 2021 gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da oder könnt mir auch in die Kommentare reinschreiben oder aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr auch eine Nachricht über neuere Videos, die ich drehe. In dem Sinne würde ich sagen, mit sammlerfreundlichen Grüßen, bis denn und auf Wiedersehen.